Ein Chamäleon. Fast jeder weiß, was das ist. Das Tier, das seine Farbe wechselt. Aber könntet ihr euch vorstellen, es als Haustier zu halten? In dem Buch, das uns heute empfohlen wird, geht es genau um so ein Hauschamäleon. Unter anderem. Das Buch handelt nämlich auch noch von viel mehr ganz unterschiedlichen Tieren. Hi und willkommen zu Looks at Books. Mein heutiger Gast ist ganz bestimmt eine große Tierliebhaberin und das ist Pelinzu. Hi Pelinzu. Habe ich denn recht, wenn ich sage, dass du Tiere sehr magst? Also du bist eine große Tierliebhaberin? Ja. Und erkannt habe ich das an dem Buch, das du uns heute mitgebracht hast. Wie heißt das denn? Tiergeschichten. Was sind denn deine Lieblingstiere? Leguane, also sehr exotische Tiere. Zum Beispiel? Leguane, Chamäleons, Bartagame. Ja. Wow, wie kommst du dann auf so exotische Tiere? Weiß nicht, wir waren halt mal im Zoo und da habe ich halt so Tiere gesehen und dann waren wir mal in so einer Tierhandlung, um uns die Tiere nochmal genau anzuschauen und dann haben sie mir sehr gut gefallen. Und hast du auch Haustiere? Nee. Warum nicht? Meine Eltern finden die Wohnung zu klein, aber vielleicht bekommen wir ein paar Goldfische. Ja, die brauchen ja nicht ganz so viel Platz. Hier in der Kita, da habt ihr zwei Bartagame. Du hast schon erwähnt, das sind deine Lieblingstiere, aber vielleicht weiß nicht jeder, was Bartagame sind. Was sind das für Tiere? Also Bartagame sind auch sehr exotische Tiere. Also sie wurden halt nicht so in kalten Ländern wie hier in Deutschland, sondern eher in so wärmeren Ländern wie Indien oder ja, aber am meisten, am häufigsten leben sie in der Wüste. Und ein Bartagame ist normalerweise, hat sie die Farbe des Sandes in der Wüste und sie hat Stacheln, aber die Stacheln benutzt sie nur zur Tarnung vor anderen Tieren. Also wenn man die Stacheln mal anfasst, sind die eigentlich ganz weich. Ja, Bartagame brauchen halt eine Temperatur von 25 bis 30 Grad und man füttert sie also hier im Hort füttert man sie nur mit Grillen und Mehlwürmern und Obst und Gemüse. Und du machst das auch manchmal? Ja. Sind die auch zutraulich oder sitzen die nur in ihrem Terrarium? Also sie bewegen sich nicht allzu viel. Also sie hocken eigentlich den ganzen Tag an einer Stelle und bewegen sich ein paar Mal hin und her. Okay. So, in der Geschichte, aus der du uns heute vorlesen willst, da kommen zwar keine Bartagame vor, aber sowas Ähnliches, und zwar ein Chamäleon. Wie heißt denn die Geschichte? Rettung für Spikey. Und wer hat die geschrieben? Ingeborg Mucha. Magst du uns kurz erzählen, was darin passiert? Also, in der Geschichte findet ein Junge namens David seine kleine Schwester, ein Chamäleon im Gemüsebeet. Und da behauptet sie, es ist ein Drache. Dann geht sie zu ihrer Mutter und sagt: Ja, Mama, da im Gemüsebeet hockt ein böser, böser Drache. Und dann sagt die Mutter: Das kann doch nicht sein. Dann kommt der Bruder, der David, und sagt, das ist kein Drache, sondern ein Leguan. Und ja, und dann denkt er sich, wem er wohl gehört, und dann kommt ein Klassenkamerad, der Bernd, an dem Haus, an dem Gartentor vorbeigefahren und sagt, der gehört mir. Und dann nimmt der den Leguan mit in seinen Karton und fährt weg. Aber dann konnte der David ihn noch aufhalten und dazu bringen, ihn mit sich nach Hause zu nehmen. Und dann, ja, dann sieht er das Terrarium und denkt, dass es ein ziemlich kleines Terrarium ist. Und ja,
Und dann nach ein paar Tagen ist Bernd beim Fußballtraining und seine Schwester Maike kommt beim David vorbei. Und dann sagt die Maike, ja, der Spikey ist total müde und voll schlapp. Und dann sagt der David, darf ich mal mitkommen? Und dann sagt die Maike, ja, natürlich. Und dann zeigt sie ihm das halt. Und dann liegt der Spikey ganz schlapp da. Da ist auch ein Bild drin. Mhm. Ja. Willst du uns das kurz mal zeigen? Ja. Da. Mhm. Und dann ist dann halt auch, ja, dann sieht er das halt auch. Und dann, als der Bernd wiederkam, ja, dann wollte er dem Spikey halt abkaufen und dann will der Bernd halt 40 Euro für ihn und das lese ich euch nachher auch vor. Und am Schluss bekommt er dann auch den Leguan und kauft ihn und gibt ihn im Tierheim ab. Und dann stellt sich raus, damit der Leguan eine sie ist, anstatt ein Tier. Mhm. Und weil Rettung für Spikey ja nicht die einzige Geschichte in dem Buch ist, darfst du uns auch das Ende mal vorlesen. Okay. Der Tierarzt flößte dem Leguan das Antibiotikum ein und besprach mit David die weitere Behandlung. Sie haben mir doch einmal erzählt, damit Sie einen Experten kennen, der zu Hause Echsen hat, sagte David nachdenklich. Dr. Stein nickte. Ja, Herr Ziemann, würden Sie mir seine Adresse geben? Ich möchte ihn fragen, ob er Spikey bei sich aufnehmen könnte. Das wäre mir lieber als ihn ins Tierheim zu bringen, erklärte David. Das ist eine sehr gute Idee, sagte der Tierarzt und nannte ihm die Straße, in der sein Bekannter wohnte. Herr Ziemann reagierte ziemlich sauer, als er sah, in welchem Zustand Spikey war. Ich werde gerne alles versuchen, um ihn gesund zu pflegen, aber versprechen kann ich dir nichts, sagte er zu David. Dann führte er ihn in einen hellen Kellerraum mit mehreren Terrarien, in denen viele verschiedene Echsenarten lebten. Er besaß auch ein Leguan-Pärchen, das gerade Nachwuchs bekommen hatte. Sie wohnte in einem großen Terrarium, in dem ein Kletterbaum und ein großes Wasserbecken waren. Den Boden bedeckte ein Gemisch aus Sand und Torf, das Herr Ziemann jeden zweiten Tag auswechselte. Leguane brauchen eine Tagestemperatur von 25 bis 30 Grad, viel Sonne und eine hohe Luftfeuchtigkeit, erklärte er. Ich füttere sie nur mit ungespritzten Salaten und Kräutern, frischen Gemüse und Früchten. Außerdem brauchen sie zusätzlich Vitamine und Mineralien, damit sie gesund bleiben. Herr Ziemann quartierte Spike in einem freien Terrarium ein und sagte, wenn du willst, kannst du ihn jederzeit besuchen. Dieses Angebot nahm David sehr gerne an. Da er selbst keine Leguane haben durfte, war es für ihn eine gute Gelegenheit, sich wenigstens ab und zu mit seinen Lieblingstieren beschäftigen zu können und praktische Erfahrungen zu sammeln. In den nächsten Wochen ging er fast täglich zu Herrn Ziemann und half ihm, die Terrarien zu reinigen und die Tiere zu versorgen. Dabei lernte er von seinem neuen Freund, der ein echter Profi war, alles über Echsen, was er bisher noch nicht gewusst hatte. Am meisten freute sich David aber darüber, dass sich Spikey langsam erholte. Als er wieder ganz gesund war, durfte er zu der Leguan-Familie in das große Terrarium umziehen. Auch mit den Männchen verstand sich Spikey prächtig, da sich inzwischen herausgestellt hatte, dass er eigentlich eine Sie war. Du hast ihr das Leben gerettet, darauf kannst du sehr stolz sein, sagte Herr Ziemann. Ja, das hat die 40 Euro allemal gelohnt, dachte David bei sich. Schön. Wie alt bist du denn, Pelinzo? 10. Also du kannst schon ziemlich lange lesen, oder? Ja. Und liest du viel? Ja. So, ich habe vorhin schon gesagt, also es gibt ganz viele Geschichten in dem Buch. Was gibt es denn noch so für Geschichten, außer die von Spikey? Also, es gibt ja die, wo ich schon gesagt habe, mit dem Spikey. Dann gibt es eine Geschichte, die heißt Kleiner Hund, großer Mut. Dann gibt es eine Geschichte,
Die heißt Elinor, die Herrin der Lüfte. Also da geht es um irgendein Tier, das fliegen kann? Ja. Dann gibt es um eine Geschichte, die heißt Wie Vogel und Katze. Dann gibt es eine Geschichte, die heißt Reiten sehr gut. Und es gibt eine Geschichte, die heißt Der geheime Affentempel. Dann gibt es noch eine Geschichte, die heißt Wo ist Mucki? Also schon ziemlich viele Geschichten in dem Buch, oder? Ja. Und dann halt, glaub, noch ein anderes. Alarm auf dem Reiterhof. Und hast du die alle gelesen? Okay, haben die dir alle so gut gefallen wie die von Spiky? Nee. Welche hat dir nicht so gut gefallen? Die halt reiten sehr gut. Magst du Pferde nicht so? Doch, aber die war halt, die hatte so ein Ende, das in vielen Geschichten vorkommt. Und welche Geschichten haben dir am besten gefallen? Eigentlich alle, außer diese reiten sehr gut. Schön. Dann danke ich dir fürs Kommen und ich hoffe, du hast auch noch weiterhin ganz viel Spaß beim Lesen. Danke. Und alle Tierfreunde da draußen, euch bleibt natürlich nichts anderes übrig, als gleich mal in die nächste Buchhandlung zu gehen und nach den Tiergeschichten zu schauen. Bis bald bei Luxage Books.